Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 296. Bevor wir gleich mit einem sehr, sehr ernsten Thema einsteigen, will ich nochmal kurz auf den gestrigen Vlog zurückkommen. Möchte ich mit euch was Lustiges besprechen, was ich in der Berliner Zeitung gelesen habe. Denn ihr wisst, wir haben gerade Mitte, Ende August, für gewöhnlich ist das Hochsommer, übergehend in den Spätsommer. Da ist es normalerweise relativ warm, da sitzt man eigentlich nicht unbedingt mit Strickjacke rum, was ich jetzt tue, weil es einfach nicht ganz so warm war heute. Aber unsere Berliner Zeitung stellt sich aktuell tatsächlich die Frage, ob denn dieses Jahr der Herbst ausfällt. Denn, unglaublich aber wahr, es hat sich wohl nochmal ein Hoch angekündigt mit besserem Wetter. Es soll wohl tatsächlich nochmal bis zu 30 Grad, vielleicht sogar ein bisschen wärmer werden, auch hier in Berlin. Und der Berliner Zeitung ist das Anlass genug, um jetzt schon Juni zu befürchten, dass dadurch, dass es jetzt Mitte August nochmal warm wird, der Herbst ausfallen könnte. Denn Greta und der Klimawandel ist ja alles so unnormal, bla bla bla. Also um das mal ganz, ganz kurz abzukürzen, wir haben aktuell Hochsommer, Spätsommer. Es wäre eher unnormal oder es ist eher unnormal, wenn ich da mit Strickjacke rausgehen muss, weil ich sonst anfriere. Juna, lass das weg von dem Dings. Weg, sonst kommt ein Labello geflogen. Nochmal, ich werfe die Katze nicht ab, ich werfe neben die Katze. Aber anders kriege ich das Tier nicht gebändigt, wenn ich ein Video mache und nicht hingehen kann. Jetzt sitzt du da und guck doof. Zurück zum Thema. Es wäre eher unnormal, wenn es Mitte, Ende August schon so herbstlich wäre, dass wir hier durchweichte Matschböden hätten, bunte Blätter an den Bäumen und eisigen Wind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ein paar Tage über 30 Grad sind für einen August absolut legitim. Wann beginnt der Herbst? Oktober? Es sind noch 2 Monate Zeit, liebe Berliner Zeitung. Also vielleicht solltet ihr eure Spekulationen, auch wenn man damit natürlich wunderbar in den Wahlkampf ziehen kann, auf Stimmenfang gehen kann, das angeblich durchgedrehte Klima, was ja jetzt dafür sorgt, dass es so warm ist im August. Wir hatten das ja schon mal, alles was länger als 3 Tage über 30 Grad ist, gilt ja als Hitzewelle. Einen herzlichen Glückwunsch, früher hat man es Sommer genannt. Aber mittlerweile ist es tatsächlich schon so weit, dass wir in den lokalen Zeitungen Spekulationen über einen ausbleibenden Herbst lesen, wenn es im Sommer tatsächlich mal sommerlich ist. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid klasse. Juna mag euch Hallo sagen, schaut mal. Habt ihr es gehört? Es hat gemauzt. So, aber jetzt zum eigentlich traurigen oder ernsten Thema heute. Als ich gestern den Vlog abgedreht hatte, wusste ich davon noch nichts. Wir hatten uns ja ein bisschen über Meinungsfreiheit unterhalten und ich habe ja auch gesagt, dass ich zwar aktuell durchaus Parallelen ziehen würde, was zumindest die Konsequenzen einer in der Öffentlichkeit geäußerten unliebsamen Meinung angeht in Bezug auf die ehemalige DDR. Ich will da gar nichts beschönigen oder verharmlosen. Na klar, wir haben aktuell noch kein kommunistisches SED-Regime, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und aktuell wird auch noch keiner weggesperrt für seine Meinung. Also ich meine jetzt natürlich Meinungen, die sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen. Die ein oder anderen Äußerungen, die sich außerhalb des grundgesetztechnisch akzeptierten Spektrums befinden, also irgendwelche Holocaust-Leugnungen und so weiter, die führen durchaus unter Umständen zu irgendwelchen Freiheitsstrafen, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise mit einem SED-Regime gleichsetzen kann, darf und sollte. Denn das wäre ehrlich gesagt ein bisschen, hallo Schatz, ein bisschen sehr vermessen. Ich habe mir nun die ein oder andere Stasi-Gedenkstätte schon anschauen dürfen, den ein oder anderen Stasi-Knast. Und da wurden ja teilweise Leute weggesperrt, einfach weil sie, wie wir alle, über ganz normale Sachen gesprochen haben in der Öffentlichkeit und das dem Regime nicht so gepasst hat. Da gab es dann irgendwelche pervertierten Mittel, Maßnahmen, um diese Leute zu unterdrücken, diese Leute unter Druck zu setzen. Da wurden Wohnungen verwanzt, da durften Leute nicht studieren, weil sie nicht die sozialistische Einheitsmeinung geteilt haben. Und wie gestern schon gesagt, aktuell sehe ich diese Entwicklung ehrlich gesagt noch nicht so drastisch. Aber das heißt nicht, dass, wie gesagt, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das hatten wir gestern schon. Denn besonders im Bereich des Internets bewegen wir uns, zumindest meiner Ansicht nach, immer stärker in eine, ja, teilweise bereits jetzt zensierte Richtung. Und das finde ich ziemlich bedenklich. Die meisten von euch wissen es mit Sicherheit schon, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der ein Video dazu macht, aber der Kanal von Niki, Never Forget Niki, ist gestern von YouTube gelöscht worden. Als Begründung gab es nur, dass er angeblich Hassrede getätigt hätte. Also ich habe nicht alles von Niki gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war alles, aber keine Hassrede. Also der junge Herr hat sich doch sehr, sehr, ich nenne es mal, gut vorbereitet auf seine Videos. Klar, das sind natürlich geskriptete Sachen, das merkt man auch, dass er das
nicht aus dem Stegreif gemacht hat in vielen Fällen. Aber er hat sich da einen Kopf zugemacht. Er hat sehr, sehr viele Themen sehr anschaulich aufgearbeitet, mit sehr, sehr vielen Fakten untermauert, hat da wirklich Arbeit investiert, so wie ich das einschätzen kann. Und hat das immer auf einer sehr, sehr, gemäßigt ist eigentlich das falsche Wort, auf eine ganz normale Art und Weise, in einem ganz normalen alltäglichen Umgangston gemacht. Also nichts, was man im Ansatz irgendwie als Hassrede empfinden könnte. Und er soll nun gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben, angeblich Hassrede getätigt, und dadurch ist sein Kanal von jetzt auf gleich gelöscht worden. Er hatte, zumindest meiner Information nach, vorher weder Strikes noch sonst irgendwas, also da gab es keine Verwarnung, kein irgendwas. Seine Videos waren anscheinend immer im Rahmen der Community-Richtlinien, bis gestern, warum auch immer. Er hatte ja nun auch über 70.000 Abonnenten, ging auf die, ich glaube, fast schon 80.000 zu und konnte da über mehrere Monate hinweg sehr unbehelligt arbeiten. Ich weiß nicht, ob er auch diese Demonetarisierungsprobleme hatte oder nicht. Das habe ich jetzt noch nicht rausfinden können. Aber ich glaube, es ist doch irgendwie sehr, sehr seltsam, wenn von jetzt auf gleich ein Kanal verschwindet, kurz nachdem er ein Video veröffentlicht hat, in dem er einige Fakten zu unserer lieben Greta auf den Tisch legt. Denn dass auch er nicht der größte Greta-Fan ist, das ist, glaube ich, bekannt. Und sein letztes Projekt, was sehr, sehr schnell über 100.000 Klicks hatte, über 100.000 Aufrufe hatte, hat sich mit unserer lieben Greta beschäftigt, beziehungsweise mit ihrer Entourage und allem, was sonst noch so dran hängt. Denn man muss, denke ich, jetzt auch dazu sagen, er hat das Rad nicht neu erfunden. All die Informationen, die im Video sehr, sehr gut aufgearbeitet waren, die waren auch vorher öffentlich zugänglich. Die sind teilweise in sehr, sehr großen Artikeln unserer etablierten Medien erschienen. Also das war jetzt kein Verschwörungsgeschwurbel, Blog XYZ Wissen, überhaupt nicht. Das sind halt einfach nachprüfbare Fakten, das kann jeder von euch nachrecherchieren. Und das hat er in einem Video verpackt vorgetragen. Wie hat er das genannt? Die Wahrheit über Greta oder so, weiß ich gar nicht mehr. Und kurz nach diesem Video, kurz nachdem dieses Video, viral, weiß nicht, ob man das bei 100.000 Aufrufen viral nennen kann, aber nachdem dieses Video die Runde gemacht hat, war sein Kanal einfach weg. Ob da nun Zusammenhang besteht oder nicht, sei dahingestellt, kann ich nicht sagen, will ich an der Stelle nicht spekulieren. Ist aber zumindest auffällig, also sehe ich jedenfalls so. Denn monatelang, nachdem er ja schon häufiger kritische Videos publiziert hat, lief alles gut, war alles klasse, so alles in Butter soweit. Und als er dann mal so ein paar Fakten zu unserer lieben Greta zusammengetragen hat, die vielleicht nicht so gern gesehen sind, da verschwindet der Kanal plötzlich und er soll Hassrede getätigt haben. Ja, logisch. Natürlich geht er juristisch dagegen vor, absolut nachvollziehbar. Er macht YouTube wohl auch als Hauptjob. Er hat ja auch einen mittlerweile recht etablierten Kanal. Da lohnt sich das sicher finanziell auch. Das heißt, man kann da bestimmt von leben. Mit meinem kleinen Kanal, da muss ich nichts zu sagen. Aber gerade für jemanden, der seine Existenz durchaus auf YouTube aufgebaut hat, ist das natürlich ein herber Schlag. Von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung, praktisch ohne alles dazustehen. Deshalb hat er sich einen sehr renommierten Anwalt zu Rate gezogen, der ihn jetzt auch vertritt in dieser Hinsicht. Wenn YouTube nicht innerhalb von, ich glaube, 7 Tagen waren es, den Kanal wiederherstellt, dann geht das Ganze vor Gericht. Ihr könnt ihn dabei auch unterstützen. Da geht irgendwo ein Link rum, wo es beispielsweise wo es einen Vordruck gibt, den man an die YouTube-Zentrale in Deutschland schicken kann. Das ist doch schön, wäre auch von Seiten der Community, wenn der Kanal wieder da wäre, denn das ist irgendwie ein fatales Signal für Broadcast Yourself, wenn aus Broadcast Yourself Swim with the Mainstream wird. Also ich finde das zumindest sehr traurig, wenn man sich von YouTube-Seite aus hinstellt und meint, eine ganze YouTube-Szene, die Meinungsblogger-Szene ein Stück weit demontieren zu müssen, weiß nicht, wie soll ich das nennen, weiß nicht, in die öffentlich gewünschte Meinung fällt, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht jetzt mittlerweile auch ein Schneidepunkt, an dem YouTube angekommen ist, wo sich entscheiden wird, wie es weitergeht. Ich bin mir relativ sicher, dass der Kanal wiederhergestellt wird. Nur WiesoTV war ja auch plötzlich weg. Plötzlich war es dann doch wiederhergestellt, nachdem da einiger Protest aufgekommen war. Absolut berechtigt, denn es kann nicht sein, dass Kanäle einfach verschwinden, nur weil die Meinung der Moderatoren, der Kanalbetreiber, die Videos nicht nur vorbereiten, sondern am Ende auch umsetzen, irgendjemandem nicht gefällt. Und ich schätze, dass es auch bei Niki so ähnlich sein wird. Der Kanal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit oder hoffentlich wiederkommen. Denn wenn er es nicht tut, dann wäre das endgültig eine Kapitulation von YouTube. Das wäre die weiße Flagge, die gehisst werden könnte, von wegen, wir wollen diktieren, welche Meinungen legitim sind. Alle anderen, die löschen wir entweder oder die zermürben wir auf andere Art und Weise.
Und ich habe schon ein paar Mal scherzhaft angemerkt, ich habe auf meinem Kanal ganz, ganz oft das Phänomen, dass meine Videos sehr kurz nach Upload demonetarisiert werden. Das heißt, ich kann keine Werbung davor schreiben, weil sie angeblich werbeunfreundlich sind. Das ist natürlich Unfug. Nach einigen Stunden, teilweise auch einigen Minuten, nachdem ich die manuelle Prüfung beantragt habe, ist das Video dann auch plötzlich wieder werbefreundlich. Wer hätte es gedacht? Aber ich glaube, wer selber YouTube-Videos macht oder sich da so ein bisschen eingelesen hat, der weiß, dass die meisten Aufrufe in den ersten Stunden erfolgen. Und wenn das Video schon 10 Stunden online ist, dann bringt mir die Werbefreundlichkeit anschließend auch nicht mehr sonderlich viel. Beziehungsweise wirkt sich die Werbeunfreundlichkeit auch noch auf andere Aspekte aus, beispielsweise auf ein Ranking. Denn ein Video, was demonetarisiert wird, weil es angeblich werbeunfreundlich ist, das wird, zumindest wie ich das herausgelesen habe, auch schlechter gerankt, wird weniger Leuten angezeigt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung so sagen. Die Videos auf meinem Kanal, die als werbefreundlich gelten, die machen eher die Runde, die sehen mehr Leute als die, die plötzlich demonetarisiert sind und die ich jetzt wieder freischalten lassen muss für die Monetarisierung. Und das schränkt natürlich die Reichweite massiv ein. Und ich weiß gar nicht, wie man das harmlos ausdrücken soll, um nicht selber von YouTube abgeschossen zu werden. Naja, also auf mich wirkt das so, als wäre das so ein bisschen der unterschwellige Versuch von YouTube oder von irgendjemandem bei YouTube, irgendeiner Arbeitsanweisung der Mitarbeiter oder so, da ein bisschen unterschwellig zu regulieren, welche Inhalte, welcher Content denn primär produziert und gesendet werden soll. Denn der ein oder andere, der neu mit YouTube anfängt, der sich da vielleicht auch wirklich was mit aufbauen möchte, der achtet natürlich vor allem darauf, kann er irgendwann in 3, 4, 5 Jahren mal davon leben, ist klar. Und dann steigt die Person vielleicht mit eher unkritischem Content ein, weil sie sich denkt, naja, was bringt mir das, mich jetzt der Meinungsblogger-Szene anzuschließen, da jetzt irgendwie gesellschafts- oder politisch kritisch zu berichten, wenn ich einen Shadowban bekomme, wenn ich irgendwie als werbeunfreundlich geführt werde und wenn ich jeden Tag damit rechnen muss, dass mein Kanal weg ist. Also viele Leute werden dann von sich auch schon sagen, naja, wir würden ja gern, aber es bringt ja nichts. Und das finde ich fatal. Denn Broadcast Yourself soll da eigentlich mal bedeuten, dass jeder das senden kann, das produzieren kann, was er möchte, natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze. Und dass da keine Regulierung stattfindet, von wegen, wir wollen aber jetzt Schminktipps und Let's Plays und kritische Äußerungen, das geht gar nicht. Das entwickelt sich in eine Richtung, die so eigentlich nicht unbedingt vorgesehen war und die es in einer freiheitlichen Demokratie, um das nochmal aufzugreifen, so auch nicht geben sollte. Und dieses von wegen, wir machen diese Salami-Taktik, das ist jetzt mal demonetarisiert, dann ist das mal schlechter gerankt und so, das führt wohl, oder zumindest meiner Ansicht nach, auch bei einigen bereits etablierten YouTubern dazu, dass die der Plattform den Rücken kehren, was YouTube vielleicht auch möchte. Will ich jetzt an der Stelle auch nicht einschätzen. Und dass diese Leute auf andere Plattformen abwandern, möglicherweise in andere Netzwerke gehen und dann ihre Videos anderweitig publizieren, was ich ehrlich gesagt nicht möchte. Denn YouTube ist immer noch der Monopolist. Man erreicht auf YouTube die größte Zielgruppe aus allen möglichen Sparten. Ich habe hier Leute aus allen politischen Richtungen, das ist auch ganz gut so. Man erreicht einfach die breit gestreuteste Zielgruppe. Und ich sehe ehrlich gesagt gar nicht so den Sinn darin, in irgendwelche Alternativnetzwerke zu gehen, wo ich irgendwie nur eine Filterblase bediene. Denn klar, das ist dann irgendwo Unterhaltung für die Leute, die es ohnehin schon kennen und die wahrscheinlich ähnlich denken, aber es erreicht keine neuen Leute. Ich verstehe jeden, der seine Videos in alternativen Plattformen oder auf alternativen Plattformen ablegen möchte, absolut, weil ist ja dann auch irgendwo als Backup da. Aber um tatsächlich Leute zum Nachdenken zu animieren, zu kritischen Themen zu animieren, ist es nur bedingt geeignet. Denn wenn wir jetzt 10, 20, 30 kleine Netzwerke, kleine Initiativen haben, die da irgendwie ihre eigenen Portale hochziehen, dann haben die alle minimale Reichweiten. Die erreichen immer nur die Leute, die ohnehin schon in ähnlicher Richtung unterwegs sind, ob das jetzt bei den Libertären die Libertären sind, ob das die Konservativen sind, ob das die meinetwegen Grünen sind. Man hat nicht dieses Zielgruppenübergreifende. Und das, ja, ist wie gesagt der größte Vorteil an YouTube. Und den würde ich ehrlich gesagt sehr, sehr ungern nur aufgreifen. Deswegen finde ich es sehr schade, dass irgendwie alle versuchen, gerade die Leute da irgendwie zu Telegram oder so abzuwerben. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht so den Sinn drin. Klar, Backup, sicher. Aber wenn man die Öffentlichkeit erreichen will, dann ist Telegram denkbar ungeeignet. Und dann wäre es doch sinnvoller, dafür zu sorgen, dass man hier auf YouTube seine Meinung frei äußern kann. Das ist da eben keine offensichtlichen Zensurmaßnahmen wie Kanallöschungen oder indirekten Zensurmaßnahmen wie sinnbefreite Demonetarisierungen, die ohnehin wieder freigegeben werden, gibt, sondern dass da tatsächlich jeder auch
das publizieren kann, was er möchte, was er für richtig hält. Ob das jetzt einer YouTube-Zentrale gefällt oder nicht, ist dafür völlig irrelevant. Denn wem es gefallen muss, das ist die eigene Community. Wem es nicht gefallen muss, ist es dann die Community meinetwegen abweichender YouTuber, das mag sein. Aber das obliegt nun wirklich nicht YouTube oder irgendwelchen Politikern darüber zu entscheiden, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Das finde ich sehr, sehr traurig, wenn es sich in diese Richtung entwickelt. Niki ist, wie vorhin schon gesagt, wahrscheinlich so ein Scheidepunkt, wo sich das nochmal sehr deutlich zeigt. Denn wer Nikis Kanal kennt, wie vorhin auch schon angedeutet, da ist nichts, was auch nur im leisesten Anflug irgendeine Art von Hassrede ist. Also ich habe, wie gesagt, nicht alles gesehen, ist klar. Aber die Videos, die ich gesehen habe, die waren doch sehr, sehr neutral. Sicher, die waren kritisch, aber die waren sehr bedacht geäußert. Und ja, vor allem auch sehr gut aufgearbeitet und mit einem Haufen Fakten gespickt. Möglicherweise ist es genau das, was dem einen oder anderen sauer aufstößt, dass da eben akribisch recherchiert wird, dass da teilweise Artikel ohne Ende gewälzt werden und die dann da zusammengefasst werden. Aber genau das sollte eigentlich auch eins von YouTubes Zielen sein, dass man möglicherweise auch die Stimmen sich etablieren lässt, die eben nicht der aktuell favorisierten öffentlichen Meinung nachlaufen. Wenn das irgendwann nicht mehr so ist, naja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann steuern wir tatsächlich in einer Meinungsdiktatur zu, was ich momentan hoffe noch, ja, oder von dem ich momentan noch hoffe, dass es sich irgendwie abwenden lässt, das ist klar. Aber das soll es fürs Erste auch gewesen sein. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich möchte nochmal an alle anderen YouTuber appellieren, die irgendwie im Meinungsblocker-Bereich unterwegs sind. Überlegt euch nochmal, ob ihr wirklich zum 10. kleinen separaten Netzwerk wechseln wollt, denn klar, man bedient seine eigene Zielgruppe, das ist auch was Schönes, die eigene Community ist ja eigentlich auch ein Stück weit das, wofür man Videos macht, das stimmt. Aber gerade wenn es um gesellschafts- oder politische Kritik geht, dann sollte das eben schon eine übergreifende Zielgruppe erreichen, die möglicherweise nicht in den eigenen Filterblasen sitzt. Ansonsten kann man es halt auch irgendwann lassen, wenn man sich nur gegenseitig bestätigt, das bringt dann nicht so sehr viel. Na, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche Niki und seinem Anwalt und allen anderen, die von irgendwelchen willkürlichen Zensurmaßnahmen betroffen sind, ganz, ganz viel Kraft und Glück. Wer Niki unterstützen möchte, googelt mal oder geht mal auf seine Twitter- oder Facebook-Seite. Da hat er auch Links hinterlegt, wo man ihm entweder finanzielle Hilfe zukommen lassen kann oder was gab es noch? Es gab auch noch den Vordruck, was man an YouTube schicken kann, um da seinen Unmut mitzuteilen. Ob das was bringt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube, je mehr Leute auch mitteilen, dass sie es nicht so cool finden, wenn da irgendwie netzwerkintern zensiert oder zumindest in gewisse Richtungen gelenkt wird, desto schneller hört man damit vielleicht auch wieder auf und kehrt zu dem zurück, was YouTube sein sollte. Eine freie Plattform, wo jeder das publizieren kann, was ihm gefällt, was er für richtig hält und was sich selbstverständlich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Da müssen wir nicht drüber reden. Wir sehen uns dann morgen mit hoffentlich besseren Nachrichten wieder und ich wünsche euch trotz allem noch einen schönen Mittwochabend. Ich habe übrigens technisch massiv aufgerüstet, jetzt bitte nicht lachen. Ich habe mir was ganz, ganz Cooles besorgt, was wahrscheinlich Museumswert hat, sehr, sehr günstig per eBay Kleinanzeigen. Kleiner Scherz am Rande, ich nutze weiter meine moderne Technik. Aber ich bin mal wieder dabei, ein neues Cosplay zu basteln, zusammenzustellen und die Leute, die mich vielleicht ein bisschen besser kennen, vielleicht so ein bisschen wissen, was ich aktuell sonst noch so tue, die können ja mal raten, ob sie wissen, wofür dieser uralte Laptop gut ist und für welchen Charakter aus einem sehr, sehr coolen, nee, so viel kann ich gar nicht sagen, sagen wir einfach aus einem sehr, sehr coolen Buch, das gut sein könnte. So, genug davon, bis morgen.